Oh. Nomad. Oh boy. In for a bumpy ride here. Oh no. Oder was habe ich getan? Okay. Sie sind ziemlich Anti-Nexus, sogar für einen Kroganer. Ist das Ihre Aufgabe hier? Sachen bemerken? Meine Aufgabe ist, Ryder den Rücken zu decken. Wer deckt Ihren? Das werden wir rausfinden, Großer. Ah, typisch jedes Mal, wenn ich ein Intro machen will. Unterbricht mich wer? Verdammt, ist das hell. Ich hoffe, ihr habt Sonnenbrille auf. Weiß nicht, ob die hilft. Ja, ihr habt das gemerkt, Cora und Drax mit, um die Hauptmission zu machen. Nette Hangtime. Schaffen wir den Jump? Nein. Oder ein Sir, ist an diesen Schlachtfeldern. Okay. Wenn wir den Großen bekämpfen. Gute Nova. Oh, war das eine Panik-Nova? Auf da! Das muss eine Panik-Nova gewesen sein. War ja verdammt lächerlich. Ist einfach mal eben nichts auf den Boden gestampft, die Kleine. Mrs. Thumbnail Cora. Sieht aus, als wären da vorne Cat. Wir sollten vorsichtig sein. Ja, sehr vorsichtig war ich gerade. Ich habe großen Respekt vor den Angaha. So wie sie kämpfen. Ha, fast wie Kogana. Sie sind ein zäher Haufen. Ich frage mich, ob uns die Angaha gemeinsam mit sich trainieren lassen würden. Ich würde gerne ihre Kampftechniken kennenlernen. Das Beste an den Rebellionen war natürlich Kriegsherrin Shiaga, meine Vorfahrin. Jeder Kroganer, der in eine Bar kommt, behauptet, sie sei seine Vorfahrin. Aber wie viele haben die Clanbrandzeichen, um es zu beweisen? So nah wollte ich ihnen nie kommen. Jetzt ist ihre Chance dazu. Sie sind auf meinem... Ich glaub's ihnen schon, Drac. Warte mal, Gewölbe hinter mir, das wir nicht erkundigt haben. Retourgang. Schauen wir mal rein, was es hier gibt. Außer Roboter. Wo ist die Waffenwechselkaste? Nein? Nicht schlecht, findest du? Auch sagen. Pathfinder, dieses Gebiet wurde von Relikten verändert. Etwas dort könnte für uns von Nutzen sein. Schöne Haufen, was Gegner unter uns. Alter. Okay. Warum habe ich das Gefühl, dass da vielleicht doch irgendwas geglitscht ist? Deswegen. Weil die Relikte an der Wand drin sind. Deswegen habe ich das Gefühl. Was sagt die Karte? Das ist die letzte. Bin ich da schon vorbei? Verdammt. Okay, nehmen wir das Auto. Bevor ich dann nirgends mehr hinkomme.
dann die Relikte reingeklitscht, sondern das Relikt. Wenn wir Glück haben und dieser Relikt-Short seinen Job macht, können wir auf Eos vielleicht wirklich einen Außenposten errichten. Hoffentlich haben wir weiterhin Glück. Die ganze Initiative hängt von einer Technologie ab, die wir noch nicht verstehen. Umhängen. Wo ist das Viech? Wow. Wir filmen Iridium. So, was jetzt? Ich einfach benutzen. Wir sollten nach weiteren Glyphen suchen. Nee. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Ja. Drei Glyphen hier. Nicht der Weg. Oh boy. Nicht, dass ich da irgendwie raus muss. Oh. Verdammt. Oh. Ich muss wieder raus, glaube ich. Nein, versuchen wir nicht. Okay, hier drüben ist was. Nicht dieses Ding, wo ich gerade vorbeigefahren bin. Ach. Circle, das ist wahrscheinlich noch was anderes. Oh ja, ich habe übrigens Sam abgestellt. Hopp. Ich habe Sam abgestellt. Ich will dann nicht wieder raufrennen, dann. Was es dann auf einmal heißt, oh, es fehlt noch einer, der auf der Oberfläche ist. Vielleicht hier irgendwo. Oh je, hopp. Das ist Livium. Okay, gehen wir wieder rein. Und hoffen, dass es uns nicht... irgendwo hinschickt. Ich habe ein Gefühl, dass wir irgendwo hin müssen. Ach, komm schon. Lass mich doch einfach das Puzzle lösen. Verdammt. Wir sollten nach weiteren Glyphen suchen. Nee, echt? Komm, ich hasse es. Dieser Glyph waren wir schon. Oh je, oh je. Da passt doch irgendwas nicht, die haben wir doch schon gescannt. Schon gescannt.
Dann eine zweite rum. Gott damn it. Das müssten jetzt genügend Glyphen sein. Verdammt, verdammt. So welche Puzzle gehen mir richtig auf den Nerven. So was kann gar nichts. Dafür, dass ich hier automatisch overdrive. Ich hab's. Finde drei Türme. Finde drei Prüfen bei diesen drei Türmen. Und dann darfst du erst zum Hauptdings rübergehen. Ups. Goddammit, Ryder. Wie weit ist das entfernt? Oh, da kommt eine Spinne vor mir. Hier drüben. Hauptmission zuerst oder Hauptmission zuerst. Drüben ist noch irgendwo eine Landekapsel. Aber wo genau hier? Weiter links. Und der Kapsel. Jump is a little bit useless. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Ja. Yeah. I got it. Also 1400 Jahre. Eingang zur Kett-Einsatzzentrale direkt voraus. Genau da wollen wir hin. Snipen wir uns durch. Ich mache keinen. Doch, ich mach doch Schaden. Ja. Gute Arbeit. Der Froh geht irgendwo hin. Halten Sie nach Cat Ausschau. Die haben nee. Bestimmt etwas dagegen, dass wir hier drin sind. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh. Oh, Landeschiff. Gewollt, der Jump schafft. Ich merk's, die Snapper ist nicht so genau empfindlich. Ich meine, sie ist zu empfindlich. Komm schon, steck den Kopf raus. Komm schon, du bist. Gehen wir einfach rein. Moni! Vielleicht kommen sie dann zu mir. Ich brauche doch ein neues Sturmgewehr. Okay, Drax. Wo landet ihr? Halten Sie nach Cat Ausschau. Die haben bestimmt etwas dagegen, dass wir hier drin sind.
Ja, das glaube ich auch. Was sagt die Karte? Was steht das denn immer? Weiter rauf. Darauf rede ich doch nicht, wenn ich da zu Fuß rauf gehe, oder? Wir werden es herausfinden. Ist mir kalt, Sam? Sag mal was, ist mir kalt? Ich hätte mein Auto mitnehmen sollen. Okay, wir rennen. Ah. Ups, I did it again. Wasted your time. Wasted your time. What a scam. Oops, I did it again. Wasted everybody's time. Like a man. Yeah. Achtung, Reliktstätte voraus. Das war nichts. Da drin ist der Typ. Verdammt! Was ist hier? Nicht, nicht. Machen wir die normale Tür auf. Wir sind kein eingespieltes Team. Sagt. Ziel neutralisiert. Auf. Ein Sturmangriff. Gute Arbeit. Hm. Und ein Big Boss irgendwo. Bloß wir müssen weiterhin auf den Berg. Zu Fuß. Wie geht? Ja, müssen wir. Verdammt. Wird einfach rauffahren können. Er spuckt mir ins Gesicht. Hey Cora, hey Team. Ach, da ist er noch. Oh boy. Aber das Ding hat unendlich Muni, deswegen ist es so gut. Vielleicht kaufe ich mir eine gute Pistole auch, wenn ich sie finde. Dann müsste man doch mit dem Auto fahren, oder? I'm not tripping. Ja. Ja, der wäre doch sicher mit dem Auto zu fahren gewesen. Okay, wir haben eine Landekapsel gerade voraus. Dann skippen wir mal bei dieser Basis vorbei und gehen zur Ladekapsel. Verdammt! Dieser Schneesturm geht glatt durch meinen Anzug. Wie kalt? Was eine Überraschung. Die werden ignoriert. Und rüber zur Landekapsel. Landekapsel. Ich brauche mein Auto. Bevor ich da friere. Hey Sam, Sam, ist mir kalt? Sam, haben wir Temperaturen unter dem Minuspunkt? Sam, sag doch was. Ah ja. Ich habe einen Motor untergeladen, damit du die Fresse haltest. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Dringend nötig. Das müsste mich doch wärmen, oder? Der Ausfall der Lebenserhaltungssysteme steht kurz bevor, Pathfinder. Nein, tut es nicht. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder.
Ich habe sie ihrem NAV-System hinzugefügt. Ich will meinen Sniper eintauschen. Für eine Pistole. Schuss. Yep. Und Auto. Gut. Wenn Sie eine Asari-Elite-Soldatin wären, würden Sie jetzt bald in Ehren in Rente gehen. Im Moment bekäme ich dann auch kostenlos. Fahren Sie uns nicht von der Klippe, Kleiner. Nur die Ruhe, alles im Griff. Das ist großartig. Die Außentemperatur ist im freien Fall. Was auch immer das heißen soll. Schätze ich das Ende, Gelände. Aber mal kundig in diesem Spiel, da gibt es keine versteckten Loot-Sachen, die es wert sind. Okay, fahren wir weiter. Bevor ich wieder unnötig zu Fuß gehe. Oh, Iridium. Oink. Mach das. Richtige schlanken Linien. Ah, nicht durch. Für die U-Basis-Konverter, für die Dreckslot. Okay, das war's mit dem Fahren, ich seh's. Muni. Kampfbereit machen! Wenn ich die Wand schlage. Gott damit. Entdeckung. Wenn ich gerade getroffen habe. Diesen Typen. Guter Wolf Rider. Nice. Lade nach. Wo schaust du hin, Forrest? Hinter mir wer? Hinter mir ist wer? Echo. Warum ist in diesem Spiel die Waffenwechseltaste auf verdammten Viereck? Ich freue. Ich bin am Eingang zur Basis. Haben Sie den Code für die Schilder entschlüsselt? Ja, und zwar keine Sekunde zu früh. Übertragung an Sie läuft. Mögen die Sterne für Sie strahlen, Pathfinder. Aufmachen. Hier. Los geht's. Wir sind drin. Gehen wir an die Arbeit. Wer falls? Ja, eindeutig. Hat versucht, sich zu verstecken. Oh. Iridium. Nice. Wärme. Nun brauchen wir nichts. Schauen wir lieber, was hier los ist.
besser. Erwischt. Ah, der Kroganer macht das schon. Oder doch nicht. Das nenne ich Teamwork. Ja, ja, gut abgelenkt. Gut abgelenkt. Was haben wir hier? Weitere Gegner? Yes. Oh, Entdeckung. Der Eingang ist durch eine Verteidigungsmatrix abgeriegelt. Verdammt. Was immer sie beschützen, es muss wichtig sein. Wir sollten diese Verteidigungsmatrix finden und ausschalten. Die Einsatzzentrale liegt direkt vor uns. Ich weiß, es ist bereits ziemlich kalt, aber ich will, dass sie jetzt ganz besonders eiskalt vorgehen. Pathfinder, ich empfehle den Primärturm als Ziel. Er scheint der Kern der Basis zu sein. Sonst nichts hier. Okay. Könnte ich mir noch ein paar Punkte reinhauen. Fähigkeiten, ich werde sie brauchen. Das ist jetzt mal, was ich habe. Dauereffektradius, ja damit. Kraft ist zugewiesen. Da sparen wir. Blutrausch. Machen wir das hier. Okay. Auch das Mittel. Ein Sicherheitsterminal hat den Zugang zu dem Kernturm abgeriegelt. Es wird von einem Kraftfeld geschützt. Ich habe die Position der drei Kettgeneratoren markiert, die das Kraftfeld mit Energie versorgen. Durch die Aktivieren sämtlicher Generatoren können Sie das Sicherheitsterminal abschalten. Okay, verstehe, verstehe. Abgeschützt. Nimmt den High Ground. Das ist down. God damn it. Waffen wechseln. Okay, gehen wir zu den Generatoren. High Speed. Der Jump Rider kann hier nichts anhaben hier. Kann, dass sie durchgehend spawnen. Zwei Generatoren erledigt. Einer noch. Ja, Super Jump Rider hat keine Probleme, da durchzuskippen. Und er schlagt da auch ins Nichts. Alle Generatoren wurden deaktiviert. Ich habe die Koordinaten des Sicherheitsterminals markiert. Zerstören Sie es, um Zutritt zu dem Kettturm zu erhalten. Wird gemacht, Boss. Das Sicherheitsterminal ist zerstört. Zum Turm. Mitten ins Gesicht explodiert.
In Deckung. In Deckung. Granate! Raus. Okay, fuck. Dann in die richtige Richtung, oder? Yep. Wir kriegen's mit Cat zu tun. Was machst du, Drax? Alarm ist deaktiviert, Pathfinder. Dringen wir mal rein. Muss das Schifferwechsel machen? Scannen. Das war nichts. Was ist die Einstellung? Das ist mein Krugana. Ab. Gott, der will. Schulterwechsel. Ich will zu viele Spiele gleichzeitig. Weiter. Sind ziemlich spartanisch, die Typen. Nicht viel Deko. Keine Bilder, keine Kunst. Pathfinder. Anscheinend hat jede Hangar-Plattform ein automatisiertes Betankungssystem. Wenn sie Zugriff auf die Steuerung haben, kann ich das System überlassen. Ich erinnere mich an diesen Raum. Ah, was für ein Ziel von mir. Er ist zurück reingebounced. Wow. Jetzt mein Team. Mit der Biotic Explosion machen wir die Punkte gleich. Die Steuerung ist gesperrt. Pathfinder, ich habe mehrere Override Terminals in der Nähe lokalisiert. Huh.
Verdammt. Unser edles Werk, das muss sofort aufhören. Das ist keine andere Folge gelaufen. Lärm, Lärm. Ob da ist das Ding, das ich hasse. Ich hasse dieses Ding. Tank für uns wenden. Ah, verdammt. Hopp. Ich hasse diesen Boss. Benches waren schon schlimm. Okay. Der Präfekt ist erledigt. Wir haben es geschafft. Lehrraum, Lehrraum. Was haben wir hier? Hier ist noch ein Raum. Cutscene-Raum. Oder auch nicht. Platz hin hier. Ah, das ist Blut. Verdammt, was für ein Ausblick. Siehst du? Ach, ist cool, ist cool. Wenn, dann haben sie Fenster, wenn sie schon keine Deko haben. Alarm ist deaktiviert, Pathfinder. Das heißt, Delta. Top. Das ist ein Loot Room, wie es ausschaut. Was haben wir sonst noch hier drinnen? Nichts. Oh. Okay. War's das? Wir haben monatelang versucht, den Laden einzunehmen und bei Ihnen sieht es so einfach aus. Durch die Zerstörung Ihrer Einsatzzentrale und der zugehörigen Systeme ist der Rest der Kette jetzt angreifbar. Erinnern Sie sich an Jani Eek? Der Schild dort ist ausgefallen. Die gefrorene Stadt? Ja, gut gemacht. Das ist die ideale Gelegenheit für einen letzten Vorstoß, denn noch herrscht Chaos und Sie sind beschäftigt.
Erzählen Sie mir etwas über diese alte Stadt. Es heißt, sie sei nach dem Angriff der Geißel verlassen worden. Dann kam die Kälte und sie war im Eis gefangen. Die Cat erfuhren, dass wir sie untersuchten und nahmen sie ein. Sie glauben, sie können dort Geheimnisse der Relikte abgreifen. Hoffentlich haben sie nicht schon alles zerstört. Wie weit sind wir schon drin? Wie weit können wir noch weitermachen? Ah, 20 Minuten circa. Ich kümmere mich darum. Ich werde bis dahin zusehen, ob ich hier irgendwas finde. Seien Sie vorsichtig, Ryder. Zum schnellen Weg raus. Was? So, immer die falsche Taste für die Karte. Was haben wir hier? Erinnerungen. Igitt. Da ist die Siedlung. Wo ist das Gewölbe? Also sind wir uns ganz woanders hingeschickt. Hier sind wir irgendwo. Hier sind wir. Cat-Basis. Machen wir das Gewölbe doch, oder? Was haben wir denn hier? Nichts wirklich ganz Nahes. Okay. Dann gehen wir hier hin und holen uns die Basis mit. Was für ein Team? Was nehmen wir für ein Team mit? Mal schauen. Ich da meine, nehmen wir die Eistarnung hier. Oh, rot gefällt mir gerade. Drake haben wir jetzt haufenweise schon gehabt. Das Gewölbe. Bibi. Und Liam. Mal schauen, ob die viben. Ja, die zwei viben extrem. Vibet ihr zwei? Gestern Star Wars gespielt und da sind auch alle Charaktere geschwoben. Oder nur einer, nur Serie. Liegt wohl an den Mods. Einsteigen, Team. Hier passt. Wir sind ja nicht so weit weg. Da drin müssen aktive Relikte sein. Das sollten wir uns ansehen. Nein. Ich wette, da drin sind Cat. Gegner vor uns! Ist doch egal. Mir sind die Relikte wirklich lieber als die Cat, falls Helios eine Punkteliste führt. Beide schießen, um zu töten. Mag sein. Aber die Relikte empfinden dabei keinen Hass. Sie funktionieren nur. Die Cat sind schlimmer. So schaut's aus, Liam. Kannst du noch was lernen? Hör auf, so alienfeindlich zu sein. Sonst würdest du wie Ashley von Mass Effect rennen. Mir ist Ashley meistens gestorben. Oh, los. Mag ich den Typen lieber. Ob ich gerade nicht weiß, wie er heißt. Hey! Wäre fast ein Thumbnail, aber ich hab schon eins, glaube ich. Open up! Lebenserhaltung fällt aus. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Ja, das wird's nicht gut hier drin enden. Okay. Lebenshaltung kommt zurück. Wo ist mein Team? Ich sehe nur mich. Okay. Ein Reliktgewölbe. Bringen wir den Laden zum Laufen. Der Loot hier. Okay, wir haben den Strom eingeschaltet. Sie müssen die Konsole finden, um das Reinigungsfeld zu aktivieren, Pathfinder. Macht die Tür auf.
Pathfinder, das hat Auswirkungen auf ihren Schild. Warum muss ich so viele Tasten drücken? Hat nicht deine Taste gereicht? Immer diese Entscheidung. Wenn wir links. Wow! Hier laufen mehrere Interface-Verbindungen zusammen. Ich markiere die, die sie brauchen. Oh, läuft alles flüssigst. Hat das überhaupt etwas bewirkt? Das sieht wertvoll aus. Einfach tasten. Sollte ich nicht einfach Tasten drücken? Dann können wir doch cheaten, oder? Natürlich können wir das. Out of my way. Ich hab's einfach nicht die richtige Taste zum Waffenwechseln drücken. Lebenserhaltungssysteme stehen kurz vor dem Ausfall. Oh, ich verstehe. Launched. Ja, war gut. Danke, danke. Diese Konsole aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen. Bevor dieser Ort uns umbringt, willst du sagen. Zu spät. Okay, bereit machen zum Rennen. Da kommt es! Los, los! Wir kommen noch mehr Böse! Ach, ist egal. Wir haben das gerade im Speed-Modus gemacht. Super Jump Rider, hab keine Zeit für Böses. Oh. Mann, die Sache verliert nie ihren Schrecken. Nichts wie raus hier. Doch, das hat sie irgendwie. Weil das hat genau 2 Minuten gedauert. Dann richten wir uns ein Lager. Klar, Team. Richten wir uns ein Lager. Nachdem ich da durchgecheatet bin, bis zum geht nicht mehr. Falsche Taste für die Karte zum 10. Mal. Wo wollten Sie das haben? Hier. Nomad ist direkt neben mir irgendwo. Pathfinder. Die Lufttemperatur ist seit der Aktivierung des Gewölbes um 13 Grad gestiegen. Ja, aufgrund der geringeren Wolkendecke wird die Sonnenenergie dramatisch ansteigen. Unsere Leute können hier ein neues Leben beginnen. Der Himmel schaut doch viel besser aus. Standen Sie jemanden nahe, der von der Nexus verbannt wurde? Nein, aber auch niemandem, der nicht verbannt wurde. Guter Smalltalk, Liam. Da hat Parkett gelandet. Säulen voraus. Das könnte Ärger bedeuten. Wir haben alles hier.
Und alles down. Was war das hier? Eine kleine Kiste, aber zu nah an unserem Zuhause. Wir müssen ausgeschaltet werden. Super Jump Rider! Yeah! Geh weiter! Dann schaut der erstmal nicht cool aus. Sehr cool gemacht, der Himmel. Sehr cool. So, wo ist der Erstellungspunkt hier? Suchen. Dieser Ort eignet sich für einen Außenposten hier, hier, der Initiative hier. Pathfinder. Yeah! Hör damit! Glückwunsch, Pathfinder! Das war eine echte Herausforderung. Wir brauchen zusätzliche Wärmelampen für die neuen Zivilisten. Direktor Edison, Sie schauen nicht persönlich vorbei? Die Errichtung eines Außenpostens ist eine große Sache. Danke, aber ich verzichte. Mir sind klimatisierte Räume lieber als diese Extreme. Ernsthaft, Ryder. Gouverneurin Shai sitzt mir wegen dieses Außenpostens im Nacken. Wären die hiesigen Angara nicht an Bord, hätten wir ein Problem. Wir sind uns doch mit ihnen einig, oder? So viel sie auch erreicht haben, Pathfinder. Wir können es uns nicht leisten, unsere Nachbarn zu verärgern. Es ist alles bestens, Direktor. Ich habe 3 oder 4 der erforderlichen Kästchen abgehakt. Sie genießen es, meine Nerven zu strapazieren, oder? Aber gut, letztlich zählen nur Ergebnisse. Und die liefern sie. Volt hilft uns weiter. So kalt es dort auch ist, verbessert es doch die Chancen der Initiative. Aber sie müssen noch mehr finden. Wir sind natürlich niemals wirklich fertig. Der Kampf ums Überleben ist nichts, das einfach so endet. Außerdem wäre da noch etwas anderes. Es geht um eine formelle Angelegenheit. Um ein Statement für die Archive. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt dafür? Pathfinder war immer ein Symbol, wie die Außenpostenflaggen im öffentlichen Bereich. Die Leute brauchen eine Verbindung zur Realität dort unten. Wenden Sie sich an sie, Pathfinder. Sagen Sie ihnen, was das hier für uns bedeutet. Volt ist mehr, als irgendjemand geahnt hatte. Eine empfindliche Niederlage für die Cat und für die Angara so vieles, was sie wiedererlangen können. Und für uns ist es schon jetzt ein gewaltiger Schritt. Wir brauchten Vorräte. Wir fanden Partner. Aufzeichnung abgeschlossen, Pathfinder. Edison Ende. Wen haben wir hier? Was sagen Sie dazu? Von hier nach Eladen in 3 Stunden und 42 Minuten. Gar nicht mal so schlecht. Ich habe also tatsächlich die Ehre, den Pathfinder kennenzulernen, der das alles hier möglich gemacht hat. Mein Name ist Lysandra Telesso und dank Ihnen habe ich den besten Job der gesamten Galaxie. Und der wäre... Ich bin Eisfliegerin. Ich darf der Geißel ausweichen und den Cat entkommen, um die Kolonien mit Wasser zu versorgen. Noch aufregender geht's doch gar nicht. Das heißt, Sie sind für das Wohlergehen der Kolonien verantwortlich. Das ist beeindruckend. Ich trage diese Verantwortung natürlich nicht allein, aber ich mag es, etwas zu bewirken. Wie sind Sie an diesen Job gekommen? Ich war Pilotin in der Citadel-Flotte. Bis mir langweilig wurde und ich was Neues machen wollte. Die Initiative klang, als wäre sie genau mein Ding. Ich war eine der Ersten, die sich verpflichtet hat. Okay, aber wie sind Sie in diesem Außenposten gelandet? Indem ich gefragt habe. Ich bin direkt in Priyas Büro marschiert und habe ihr erzählt, dass sie keine bessere Pilotin als mich finden wird. Ich sagte ihr, es wäre mir egal, dass die meisten Leute im Außenposten früher bei der Allianz waren. Ich wollte einfach dabei sein. Und das war's. Seitdem hat sie mich an der Backe. Sie bauen also Eis ab und nutzen es als Wasserquelle. Ziemlich clever. Ich bringe Eisblöcke zu Nexus nach Eos. Einmal bin ich sogar für die Angara nach Haval geflogen. Apropos, als ich dort war, hat es sich irgendwie so angehört, als gäbe es Probleme. Die Angara waren jedenfalls ziemlich nervös. Sie sollten vielleicht mal nachsehen, was los ist. Ich bin schon durch die Geißel geflogen. Es ist alles andere als einfach. Aber genau deshalb macht es ja so viel Spaß. Ich muss meine Routen anpassen, um ihr auszuweichen. Das ist, als würde ich sie überlisten. Richtig knifflig wurde es bisher aber eigentlich immer nur, wenn ich ihr so nahe gekommen bin, dass sie mein Navigationssystem lahmgelegt hat.
Einmal bin ich sogar komplett blind bis zur Nexus geflogen. Nie im Leben. Das schafft niemand. Hey, es gibt einen Grund, warum ich die beste Pilotin der Citadel war. Passen Sie auf sich auf. Keine Chance. Wo bleibt denn da der Spaß? Na, die Aussicht genossen zum Schluss. Oh. Sorgen Sie dafür, dass sich Fumoyoku von den anderen fernhält. Ich habe keine Lust, dass er überall miese Stimmung verbreitet. Wer bist du? Freut mich, Sie kennenzulernen, Pathfinder. Priya Blake, Captain des Außenpostens Tarf Uni. Gut, dass Sie hier sind. Ich dachte schon, wir wären bei dieser Sache auf uns gestellt. Was ist los? Haben Sie Probleme mit den Cat? Nein, zumindest glaube ich das nicht. Einige meiner Bohrtechniker sind während einer Forschungsexpedition westlich von hier verschwunden. Wir haben versucht, sie per Funk zu kontaktieren, aber die einzige Antwort war Rauschen. Wissen Sie, wohin Sie wollten? Ich kenne die Route, aber wir haben auf halber Strecke Ihr Tracking-Signal verloren. Ich weiß nicht, wie weit Sie gekommen sind. Und Ihre Forschungsnotizen haben uns auch nicht weitergebracht. Die Daten sind beschädigt. Wir haben also keinerlei Spuren. Es ist meine Aufgabe, für die Sicherheit dieser Leute zu sorgen. Und was mache ich? Ich lasse sie einfach im Stich. Verlieren Sie nicht die Hoffnung. Ich werde Ihre Leute finden. Wenn Sie das sagen, glaube ich es sogar. Ihr Forschungslog ist im Labor. Vielleicht kann ja Ihre KI die beschädigten Daten wiederherstellen und daraus einen NAV-Punkt ableiten. Oh, nein. Ich sollte mich besser auf den Weg machen. Kommen Sie wieder, falls Sie etwas brauchen. Sie langweilt mich leicht. Oh. Die Augen glitschen. Kriegt's ein Close-Up. Verdammt, schaut das cool aus. Gefällt mir richtig. Machen wir am Schiff. Off-Camera. Sonst noch jemand hier, der interessant ist? Mussten die Bordtechniker graben. Sie sind schon bei 30 Metern, aber bisher hat sich die Temperatur noch nicht verändert. Dieser verfluchte Eisball. Der ist ja cool, okay, zieh dich warm an halt. Pathfinder, willkommen auf dem malerischen Vault. Ich hoffe, Sie genießen die Aussicht. Im Osten Eis, im Westen mehr Eis. Aber der Himmel, der Himmel. Himmel, wenigstens Mann. Sind Sie nicht mehr in der Kältekammer, oder? Sehen Sie sich um. Das hier ist eine Kältekammer. Aber ich werde diese Eishölle ertragen, wenn ich dadurch meine Forschung abschließen kann. Wissen Sie, bevor ich das Gewölbe aktiviert habe, war es hier noch schlimmer. Das habe ich gehört. Ich bin froh, dass ich nicht dabei war. Wie wird es hier wohl in 10 Jahren aussehen, wenn das Gewölbe genügend Zeit hatte, um wirklich etwas zu verändern? Was ist gerade passiert? Es wird Ihren Ansprüchen genügen. Zu meinen Ansprüchen gehören ein Strand und eine gesunde Portion Sonne. Aber warten wir es ab. Ja. Ganz normal. Woran forschen Sie? Ich untersuche Methoden zur Nutzung geothermischer Aktivität als Energiequelle. Ob Sie es glauben oder nicht, die Oberfläche von Vold ist ein Labyrinth von aufgeheizten Geothermalschloten. Sie sorgen dafür, dass der Planet nicht völlig unbewohnbar wird. Aber nur knapp. Und Sie können das als Energiequelle nutzen. Das hoffe ich. Die Angara machen angeblich etwas Vergleichbares, aber sie lassen mich nicht in die Nähe davon. Darum bin ich entschlossen, allein eine Lösung zu finden. Ich brauche im Moment nichts. Erfrieren Sie da draußen nicht. Das hat ganz leise Team. Uff. Oh. Oh. Warum schaut Bibi so böse dran? Mag sie meine Sightseeing-Tour nicht? Oh, schaut das cool aus. Ich weiß gar nicht. You ruined it. Du ruinierst das. Was bist du? Oh. Nomads! Oh boy! In for a bumpy ride here.
Oh no. Oder was habe ich getan? Okay, okay. Krass. Ich habe mich nicht mehr entscheiden können, was ich mit dem Außenposten machen will. Forschung oder Militär. Hopp, sie sind reingespawnt, die Leute. Sie könnten mir ein... Da ist ja unser Pathfinder. Captain Blake sagt, Sie dürften auf jegliche Tag zugreifen, die ich auf Lager habe. Ich habe übrigens Ihren Nomad gesehen. Wie ist das Ding so? Es steckt ein bisschen, aber ansonsten traumhaft. Sind Sie je in einem von Ihnen über eine Klippe gesprungen? Das ist das beste Gefühl, das man sich vorstellen kann. Ich wusste es. Denken Sie, die Nexus würde uns vielleicht einen zur Verfügung stellen? Ich lege ein gutes Wort für Sie ein. Ich mag Sie jetzt schon. Naja, wie auch immer. Ich habe neue Tech auf Lager. Sehen Sie doch einfach mal nach, ob irgendetwas Ihr Interesse weckt. Show me. Cobra-Kettenwerfer, ah ja. Ich weiß schon. Habe ich ganz vergessen, dass das gibt. Nee, nee. Ich werde ein anderes Mal die anderen wichtigen Sachen verkaufen. So, ich habe wahrscheinlich viele Schwachsinnswaffen. Was haben wir hier? Pathfinder, Pioneer, Impact, Falcon, Tokin, Ray. Haben wir zwei Tokins, dann kann ich diesen verkaufen. Bestätigen, so. Okay, danke, Mate. Wer bist du? Sie sind's. Bennett Kahele meldet sich zum Dienst. Wenn Sie Vorräte brauchen, bin ich Ihr Mann. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Pathfinder. Läuft bei Ihnen alles einwandfrei? Erhalten Sie ausreichend Unterstützung von der Nexus? Keine Beschwerden, Pathfinder. Captain Blake sorgt für einen reibungslosen Betrieb. Captain Blake? Das ist natürlich kein offizieller Rang. Sie hat diesen Spitznamen bekommen, weil sie den Laden hier führt wie ein Allianzlager. Aber ich quatsche schon wieder viel zu viel. Sie brauchen bestimmt Nachschub. Zeigen Sie mal, was Sie haben. Was immer Sie brauchen, ich habe es. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich brauche. Aber ist ja egal. Oh. Ich brauche eine coole Waffe. Zusätzliche Wärmelampen für die neuen Zivilisten. Ella war noch nie so lange weg. Na, erkunden wir dieses Gebiet. Was so cool ausschaut. Uff. Wird den Himmel hier gestaltet in diesem Spiel. Förderung jetzt noch. Gibt das Studio noch oder haben sie es zerstört? Kann bei je leicht sein, dass sie es ja schon zerstört haben. Dass es schon vernichtet ist. Oh. So viel coole Himmelplätze. Was haben wir hier noch? Show me the loot. Kleiner Energiekern. Habt ihr das? Was wollt ihr von mir her? Was sagt die Karte? Ah, okay. Ich muss im Labor nochmal nachschauen. Eigentlich wollte ich diese Mission gar nicht machen. So, jetzt da. Sam, kannst du mit die... hat mein... Mod Sam Shut Up gerade interfered, dass Sam nichts sagen kann. Nichts Wichtiges zu sagen hier. Anscheinend haben wir hier nicht die gesprächigen Leute. Ja, lass dich nicht stören beim Schlafen. Überhaupt nicht. Nur nicht stören lassen. Nur nicht stören lassen. Schön tief Schlaf genießen. Die Aussicht. Nicht die gesprächigsten Leute hier.
70 war's das schon. Stimmt es, dass die Techniker schon wieder ihr Kommsystem reparieren? Anscheinend. Ja. Hier drin waren wir gleich noch nicht, aber sonst haben wir ja alles. Okay, ich glaube, ich mal mit der Crew flirten wieder. Doch, wir haben alles. Wir haben alles. Gehen wir nochmal schnell ins Schiff. In der nächsten Folge wird zuerst Crew geflirtet und dann wird das die Mission hier fertig gemacht. Ohne Charles. Das soll nicht miterleben, was hier passiert. Ich muss noch ein paar Sachen auf der Crew hinter. Lala. Hier einstellen. Nichts Wichtiges zu sagen, irgendwer? Jol sagt, Evra wartet auf ihren Anruf, Pathfinder. Tja. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Er kann lang warten. Sam hat unsere Sternenkarten zusammengestellt. Die anderen Piloten auf der Nexus haben viele neue Spuren, denen sie folgen können. Sie können die Karten abgeben, wenn wir das nächste Mal dort sind. Schon seltsam, vor ein paar Monaten war die Station Kriegsgebiet. Fliegen war der einzige Weg, aus dem Chaos zu entkommen. Und jetzt wird sie langsam eine Zuflucht, so wie es auch gedacht war. Jede ordentliche Raumstation braucht einen großen See. Vielleicht auch ein paar Brunnen. Stimmt, amphibisch oder nicht, jeder braucht Wasser. Wie auch immer, die größte Bedrohung der gesamten Initiative ist nach wie vor diese Monstrosität. Sie meinen die Geißel? Ich sehe noch vor mir, wie sie den Nexus außer Betrieb gesetzt hat. Ich musste anderen Piloten gefährliche Flugmanöver beibringen, nur für die Suche nach Nahrung und Wasser. Sie ist ein Käfig, der gute Schiffe frisst und gute Crews. Helios kann keine Heimat sein, solange sie uns bedroht. Sie ist eine gewaltige Weltraumanomalie. Sowas verschwindet nicht plötzlich. Wenn wir sie irgendwie neutralisieren könnten oder wenn unsere Schiffe sich gegen sie verteidigen könnten. Aber so lösen wir unsere Probleme. Wir finden einen Weg, wo es keinen gibt, oder? Die Nexus ist der beste Beweis dafür. Ah, es steckt noch immer hier drin. Alles so wie es schuld. Die Entdeckung Ayas war genau das, was wir gebraucht haben, Ryder. Die angaranischen Wissenschaftler haben ihre Kenntnisse so freigebig mit uns geteilt. Es war einfach unglaublich. Ja, zumindest eine unserer Erstkontaktsituationen ist gut verlaufen. Richtig. Die Cat. Habitat 7. Ich bin dankbar dafür, dass die Angara das Risiko einer Zusammenarbeit mit uns eingegangen sind. Ich fürchte nur, nicht alle von ihnen sind derart freundlich. Einige schenken einem schnell ihr Vertrauen. Bei anderen muss man es sich verdienen. Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. Ja, dann. Die Angara hätten sich... Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber dann... Die Angara hätten sich keinen Zweifrontenkrieg erlauben können.